Seid gegrüßt. Heute zeigen wir euch eine neue Puppe meiner Tochter, die... Na? Ja, ich kann den Namen nicht unten aussprechen. Na komm. Also ich kann es nur, wenn das nicht ein U ist, sondern ein E-B-Girl. Ich sage jetzt einfach B-Girl. Keine Ahnung. Ich sag mal jetzt, es heißt vielleicht B-Jewel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Ist das. Das ist die OMG Dance, Dance, Dance. Surprise! Ja, und Shine Bright. Das sind so Texte von. Ne, du sollst es mal vorlesen, Hannah. Ich kann kein Englisch, okay? Komm, ein bisschen. Shine Bright. 15 Surprise, okay? Okay. ich kann schon Englisch, ich bin in der 5. Klasse, aber ich bin dafür zu dumm, das vorzulesen. Die Verpackung ist wie so ein, wie soll man das sagen, was ist sowas? Was ist das mit so einem Zeugs? Sieht aus wie so Radio oder kleiner Fernseher. Ein Fernseher, okay. Nee, du kannst sie auch so stehen lassen. Sieht so aus wie so ein kleiner Fernseher oder so ein Computerspiel. Und dann kann man die ja auf jeden Fall, wir machen das mal hier auf an der Stelle. Warte, warte. Dazu möchte ich noch was sagen, das sind alles die Puppen, die es auch dazu gibt. Oh, warte mal kurz, da gehen wir die mal fix durch. Miss Royal. Den Namen sage ich nicht, weil ich kann ihn nicht aussprechen. Nicht long, Major Lady. Be Ghoul, den haben wir. Be Jewel. Und Virtuell. Genau. Also die hat auf jeden Fall... Also wenn es nach mir ginge, mein Top-Favorit dieser Puppen wäre... Gehen wir mal durch. Meins wär die 2. Okay. Nee, das wäre ja jetzt auch ganz komisch, wenn du jetzt hättest gesagt, das wäre dein Favorit und kaufst dir aber hier die Beachul. Ja, keine Ahnung. So, gut, okay. Weiter geht's. Das ist die Hinterseite, da hast du auch nochmal sowas wie so ein unechtes Zeug für Kabel und sowas. Das sieht aus wie ein Fernseher. Und das sieht aus wie so ein Gesicht hier unten. Das ist die Steckdose. Aber das sieht aus wie ein Gesicht. Hm? Das ist ja keine deutsche Steckdose, sondern ich glaube, das nehmen amerikanische oder chinesische oder sowas. Das ist, glaube ich, so eine Fernseherkarte, was kommt und sowas. Ja, das genau. Das ist ja elektronische Program Guide. EPG, elektronischer Programm. Es gibt auf jeden Fall 15 Überraschungen in diesem Zeug. Und die letzte ist wahrscheinlich die hier. Dann mach sie auf, die Überraschung. Oh Gott. Mach sie auf. Ich brauche ein Messer. Will sie sehen. Oder eine Schere. Mach sie endlich auf, ich will sie sehen. Du, 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 du. Bin zu dumm für sowas. Oh, erzähl doch mal nicht so einen Käse. Nimm mal deine Finger weg, du schneidest in die Finger. So. Was sonst machen? Ja, einfach schneiden. Und man muss das doch aufziehen, oder nicht? Das steht doch so ein Pfeil. Ja, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, aber das scheint hier nie reinzugehen. Das ist ja... Hier! Achso, nein, das war's gerade. Ah, doch, hier. Wow, schön mit Tesa. Diese Leute haben nicht gelernt, mit Plastik umzugehen. Die haben einfach so viel Plastik verschwendet. Warum haben die eigentlich die Schere in der Hand? Hier ist auch noch Clip-On. Muss ich ganz kurz abschneiden. Sonst befreit sich das hier niemals. Oh, Alter. Nee, oh, Alter. Oh. Cool. Stark. Sehr geil. Die, warte, warte, können wir jetzt vorab schon was sehen hier? Weil das sieht aus wie so ein kleines Türchen hier. Nein, das ist die Tür fürs Öffnen, aber du kannst hier so ein Ding aufmachen. Und wir machen erstmal das hier. Ja, ich glaube, da ziehst du raus, ist, genau. Ja. Wir machen einfach mal die Tür auf. Ey, stopp. Ja, genau. Mach das erstmal als Tür. Ich nice. Squeezy. Oha. Die tanzt. Warte, ich seh das so ein bisschen schlecht hier. Warte, so, jetzt lassen wir tanzen. Nice. Warte mal. Crazy. Deswegen dance.
Also ich hoffe, man kriegt das auf der Kamera so mit. Warte mal. Man sieht das schön. Na klar. Nice. Wie die Crazy. Hersteller das machen. Okay, Crazy, crazy, crazy. nein, brauche schon mal zum Öffnen. Gibt es ja wahrscheinlich nicht. Da musst du erst das rausziehen. Oh. Die hat man schon gesehen. Das ist schade. Oh. Warte, wir machen es so auf. Jetzt fällt sie da raus. Nein. Die ist angebunden. Die ist zu sehr angebunden. Wir wollen noch nicht die Puppe sehen. Wir wollen sie noch nicht sehen. Okay, das ist schon mal so der Inhalt. Wartet mal ganz kurz einen kleinen Moment, wir sind gleich wieder da. Let's go! Okay, das ist schon mal der Inhalt so. Ich sehe schon mal so ein richtig cooler Boden und sowas. Okay, besser ist. Oh mein Gott. Oh, nice! Das ist Ach du so eine Heilige! Holo. Achso, ich dachte, das wäre eine Hose. Das ist ja Ey, hier das ist so ein ein Riesenteil! Kleiderbügel, ein Bügel hier, Okay, was wir weiß ich machen nicht. es auf. Oh mein Gott! Oha! Oh, die hat einen echten Reißverschluss. Nein, schade. Das sah so aus wie ein echter Reißverschluss. Aber eigentlich voll cool. So eine richtig coole Jacke. Richtig geiler Stoff. Das zeigt nochmal. Oh ja, das ist richtig. Und innen drin. Also so richtiger Jackenstoff, wie man es so kennt, ne? Ja. Innen drin steht so Biegel und so Shop und sowas und Prof oder sowas. Und außenrum ist halt so ein Glänzstoff mit solchen, soll man das machen, so solche Fädchen, wo was draufsteht. OMG, LOL, sowas. Steht es das genau dasselbe. Okay, richtig cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier ist nochmal diese Umkleide-Dings. Steht auch Das nochmal Dance, Dance, Dance sieht drauf. auf jeden Fall ein bisschen crazy aus, wenn man hier drauf guckt, wartet mal, wenn man das so hat hier. Da hat man schon so ein bisschen, ne? Also man kann es nicht gleich so klar sehen, ne? So, ich tue schon mal ein bisschen weiter linsen hier. Was haben wir hier? Ja, hier machen wir erstmal die Zeitungen. Oh nein. Mach die mal komplett auf, Hanna, dass wir die mal komplett Nein, sehen. nein, nein, nein. Die soll als letztes gesehen werden. Na, dann stell die doch mal hin. Ja, dann fällt das Teil ab. Okay, wie immer diese Hutschachteln. Da ist immer der Schmuck drin. Oha. Okay, das machen wir zuletzt. Da sind die Schirmfasche. Nee, und die Schmuck oder so ist drin. Das Zeug ist so hart befestigt. Ich frag mich. Ach ja. Schöner Okay, Kamm. nice. Die Zeitung, da habe ich ein bisschen Angst, dass sie reißt, aber Warte mal, ja, so. naja. Das steht drinne. Bier, Girl. Power Move, break it down. Und wenn man, ja, das hier. Oha, da gibt es so ein richtiges Kassenteil. Und das ist vorne Dance. Okay. Geil. Okay, richtig cool. Na, sieht gut aus. Zeitung. Ich habe wieder eine neue Zeitung. Jetzt kommt das Ergebnis. Crazy. Sehr schön. Warte mal, warte mal, warte mal. Lass das mal kurz so stehen. Sehr befestigt. Lass mal kurz Sehr so, dass man toll. die mal komplett Ah, so es sehen. gibt eine offene Seite von der Zeitung. Okay. Was ist jetzt auffällig an der Puppe? Was andere auf jeden Fall? Die hat keine bewegbaren Knie. Ja, das hat jede LOL. Ich denke, die können sich bewegen. Hast du das mal Nein, die gesagt? neuen, die neuen. Aber Was ist ich das? mag Ist das die eine neuen. alte? Du hast eine alte Ja. Puppe gekauft? Die ist nicht alt, aber sie. Die neuen können halt. Aber die sehen richtig hässlich aus, die neuen. Gekauft. Ich habe gerade bemerkt, man kann die Zeitung auch noch weiter öffnen. Dance. Ah, siehst du, okay, dann ergibt das so ein bisschen Sinn. Mit einer Seite wäre es ein bisschen blöde, ne? Dance Move. Step 1, Step 2, Step 3. Nice. Okay, ja, ich würde die dann irgendwie mal befreien hier durch diese vielen Kabel. Ach, ich habe Angst, dann die Haare aufzuschneiden. Weil man muss sie ja von hinten abmachen. Okay, Er schneidet bloß nicht in die Puppe warte, rein. ich muss mal das rausholen. Ach du Heilige. Ach, der hat hinten und das ist bestimmt so Aufsteller.
Also man kennt das von Puppen wie Monster High oder so, da kann man die dann halt hinstellen, ne? Diese Leute, die Für sowas Leute, die gemacht es haben, sammeln. sowas, das sind so scheiße. Für Leute, die Puppen sammeln oder was, ne? Kannst du dann das Ding hinstellen, ne? Ich finde diese Sachen hier mit dem Kopf immer irgendwie so ein bisschen das Problem. Oha, das hat kein anderer Ständer. Solche, wie so Knöpfe oder sowas dran. Was ist denn das? Ach ja, die Nippel. Ja. Ich finde das Problem immer so das Schwierigste. Ich finde das Problem immer hier so das Schwierigste. Ne, das hier mit den Haaren aufschneiden, so. Die Puppe zu lösen, meinst du? Ja, da kann ich eben Puzzle zu lösen. Ja, man muss sich da übelst Aufwand machen. Was ist das denn jetzt? Oh nee, sag mir nicht, die haben die ganzen Haare festge. Nein, haben sie nicht. Oh nein. Riesiger Aufwand wird gleich kommen. Ist kein Klebeband. Okay. Bringt mir aber nichts. Ich muss trotzdem irgendwie diese Puppe losbekommen. Ach, so viele Schnipsel. Oh ne, war doch nur ein Strang. War nur diese mit vielen Teilen verbunden. Nee, in die Finger schneiden. Ich schneide mir nicht in die Finger. Ich habe gelernt, wie man mit Schere schneidet aus dem Kindergarten. Aus dem Kindergarten. Das Was? ist schon so lange her. Ich bin Fünftklässler, ich kann das. Ah, okay. Okay, jetzt haben wir das Problem. Sehr schön. Dass wir das. Ah, okay, doch, wir haben es abbekommen. Jetzt müssen wir noch diese ganzen Fummel hier befreien. So, dann stell sie mal hin. Ich kann nicht stehen ohne Klar, Ständer. da kann die stehen ohne Ständer. Hat die keine Haken Nein. hinten dran? Nein, die hat solche Warte, Hacken, lass die mich mal gehen gucken, ob so man die stehen schräg. lassen kann. Warte mal. Die hat einen ganz schön dicken Kopf. Das ist so mal. Dadurch hat sie so viel Gewicht, die kann wirklich nicht stehen. Ja, eben. Warte mal, lass mich noch Eben. mal kurz probieren. Die hat eine relativ komische Hüfte. Das Gewicht von der Puppe auszutarieren ist. Guckt euch die Füße an, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist Der Absatz ist halt ganz es hinten ist dran. verdammt schwierig, die Puppe stehen zu lassen. Ne? Da ist vorne was da und hinten dieser Hackel, der ist halt, ne, da ist so steil. Ne? Das ist im Normalfall, ne, wenn ihr euch vorstellt, jetzt eine Frau, die hätte so eine Schuhe an, die. Das sind ja fast 90 Grad, ne? Und Das. nicht böse an die Hersteller, aber schon mal voll gesprayt. Die kriegt man. Eine Steifen meinst du jetzt? Naja, lass mal, das ist doch gut so. Okay, wir machen den einfach mal auf den Ständer. Warte, dass man das mal hört, warte mal. Das lässt ruhig fest, ja. Naja. LOL-Hersteller halt eben. Okay, wir stellen den mal ganz hin, so. Ich finde die Locken hier oben geil gemalt und sowas. Okay, wir schauen uns mal diesen Hintergrund an. Das ist. Warte mal. Okay. Set das ja nochmal fix in der vollen Pracht, ja. Hey, wie heißt sie? Bijou, let's grease. Hi, Bijou, hi. Nice go. Okay. Sehr schön. Oh mein Gott, diese ganzen Schnipsel kamen von ihr. Okay, wir schauen uns mal den Hintergrund an. Das ist, wie gesagt, so ein Boden. Ist auf jeden Fall nicht wie bei den alten Puppen, wo man so eine Tür öffnen kann mit so einem Spiel und sowas. Und hier so Graffiti oder sowas, so Spraypaint und sowas. Und hier sind so Fenster mit so einem Brett, keine Ahnung. Und hier oben steht auch nochmal Star. Also ein ganz normaler Hintergrund ist nicht viel. Ja. Das könnte zum Tanzen sein hier, zum Festhalten. Wir ziehen jetzt mal die Jacke an. Was das Problem ist bei den Jacken immer, man muss die Hände lösen. Oha, die hat sogar unterschiedliche Fingernägel. Das ist mir erst jetzt aufgefallen. Okay. Sehr Naja, nice. passend zum Look halt, ne? Schwarz-weiß. Die hat Socken an. Ich dachte, das wären Schuhe. Ey, die Socken habe ich auch. Also doppelt. So gesagt jetzt. Ich hasse das immer, dass man bei den
Jacken immer die Hände abmachen muss, weil es ja sonst nicht anders geht. Ich bin eine handlose B-Girl. Billie Eilish. So eine Jacke erinnert mich irgendwie an Billie Eilish, keine Ahnung. Wer hat diese Jacke gemacht? Ich krieg den Namen nicht rein. Raus. Ich habe endlich das Ende gefunden. Warte mal, stopp. Wie sieht denn das aus? Ey, hör mal auf, warte mal, zieh nochmal ab. Guckt euch die Jacke jetzt an. Zieh mal den Stoff wieder vor. Wie denn? Ne, zieh mal den Stoff vor. Das wieder reinstecken und den. Das wieder reinstecken und den Stoff vorziehen. Hä? Na klar. Wie? Das geht nicht. Na klar. Nein. Oh, halt mal die Kamera so bitte. So halten. Irgendwo drauf kommen. So reingehen. So. Und jetzt habt ihr einen schönen Ärmel. Und jetzt können wir hier auch bestimmt. Ja, seht ihr mein Würstchenfinger? So, und jetzt können wir hier das Ärmchen durchstecken. Das Ärmchen. Papa hält sich an. Schöne Puppen. Zack. Hat überhaupt nichts gebracht. Der Stoff kam trotzdem raus. Aber das sieht auch wirklich crazy aus, wenn du eine Puppe hast und keine Hände mehr hat ja. Das ist ein Quatsch, ey. So. Nimm mal die Kamera. Jetzt könnte man den Stoff. Jetzt könnte man den Stoff eventuell wieder ziehen. Also, sind die Arme so kurz? Nee. Weißt du? Nimm mal die Kamera. Warte. Nimm mal die Kamera. Warte so. Guck mal so. Zack. Nice. Wir machen die Hände lieber rein. Komm her, Pretty Princess. Sehr schön. Wenn der. Oh, das sieht so komisch aus mit dem Stoff dort, aber. Kannst du das jetzt. Nein, das geht nicht anders. Aber wer kennt das nicht? Das gibt auch Jacken, die man anzieht. Die haben ja vorne nicht so ein so ein Bündchen, ne? Sowas hier, ne? Sondern die sind dann auch so bündchenlos wie die Jacke und dann ziehst du diesen Stoff drinnen auch so, den Pelz dann so raus, ne? Also das ist geht der Puppe wie den Menschen, ne? So, gut. Haare hängen. Warte, nein, wir haben doch noch Schuhe. Wir haben doch noch Accessoires hier. Hast du nicht gesehen oder gehört? Das geht ja gar nicht. Warte mal, stopp mal eben. Ich liebe diese Folien oder was auch immer das ist. Da ist bestimmt richtig viel drin. Da ist bestimmt. Nein. Was ist denn das? Das ist ein Licht, warte. Hä? UV-Licht, sie leuchtet. Oh. Irgendwo leuchtet. Warte mal. Ja, schau, die Strähnchen. Ja, mach mal das Licht aus. Stopp, wir sehen uns dann nochmal wieder. Wir machen es mal ein bisschen dunkel. Tata, wir haben es etwas dunkler. Wir können es natürlich nicht finster machen, geht nicht. Aber, Und dann sieht man jetzt hier, wenn wir die jetzt hinstellen. Ne? Nee, die muss mal ein bisschen weiter weggehen. So, warte mal. So, jetzt sehen wir das hier. Dass die Augen dann anfangen zu leuchten. Ne? Seht ihr das? Ich hoffe, das kommt im Video so ein bisschen. Warte. So, ja, jetzt. Warte mal, stopp. Wieder langsam zurück. Sieht man das dann halt, ne? Und auch die Jacke. Guckt nochmal kurz die von Haare, vorne. Die Haare, schau mal. Oh, auch nice. Oh, sehr schön. Na, halt alles, was so. Und die Jacke ist schon extrem, ne? Die Jacke ist schon echt extra. Warte mal vorne. Ich will mal gucken hier. So Schuhakzentmäßig. Ah, da sieht man das auch, ne? Ach, hier hat sogar einen Totenkopf vorne drauf, ne? Hö, wo? Auf dem Schuh? Nein, das sind Schleifen. Nee, dort ist ein Totenkopf, oder? Das ist ein Schleifen. Okay. Okay, jetzt zieh mal einen Schuh kurz aus. Oh, die hat so Netzhosen, so Netzteile. Ja. Sieht zwar mal das Muster nicht, aber ja. Vor allem sind die hier unten so sanft und hier so übelst dick. Aber sieht richtig schön aus. Okay, also wie gesagt, ihr habt dieses kleine Licht mit dabei. Stopp. Und da könnt ihr dann ja. Alles was weiß ist, ist dann halt so, ne? Das ist halt. Wir haben noch die Brille in der Tüte gehabt. Die heilige, schöne Brille. Warte mal, ich will nochmal kurz gucken, oder? Jetzt hier, so. Zack. Sieht schon crazy aus, ne? Und? Nochmal das. Wir probieren es gleich nochmal im ganz Dunkeln. Wir probieren das nochmal. Boah, wir sind wieder da.
Drück den Knopf. So, jetzt kommt der Moment. Ta-ta-ta-ta. Und jetzt seht ihr das. Also ich hoffe mal, dass das jetzt im Video so rüberkommt. Ja, dann sieht man das schon. Warte mal, halt mal die Puppe gerade. So, und zack. Yes. Wartet. Wir machen das mal ein bisschen weiter weg. Ja, das ist zu dunkel. So sieht man es. Ja. So. Jetzt müssen wir noch mit der Brille. Oh Gott, ich sehe nichts im Dunkeln. Achso, die Brille hat so einen weißen Streifen drin. Geh mal weg. Warte. Die hat halt nicht so ganz. Warte. Dieses Licht jetzt hier so. Jetzt. Sehr geil. Schon coole Sache, ne? Wie sie dann so leuchtet im Dunkeln. Crazy, crazy. Naja, da seht ihr jetzt halt mal fix so, wie sie im Dunkeln aussehen würde, ne? Gut, wir sehen uns nochmal fix im Hellen. Ta-da-da-da. So. Und dann werden wir uns jetzt mal verabschieden hier. Yes. Good. Nice, nice. Very good, beautiful doll. I like she. She have a 10 from 10 from me. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch wie immer nur das Beste. Ciao. Achso, wartet, stopp. Das können wir ja nochmal fix zeigen. Das sind Aufsätze, damit man die jetzt zum Beispiel mit der Jacke reinmachen kann, ja. Und wenn sie nackig ist, dann wahrscheinlich. Und hier, wenn sie nochmal angezogen ist, ne? Warte, zeig nochmal her, dass man das so sieht. Bei den anderen Puppen gab es immer noch einfach zwei Aufsätze, ne? Ah, die sind immer so einen breiten und einmal so einen normalen. Bei genau. Der sind es ja drei. Gut. Bis dann. Ciao. Der Nachtrag, wir haben was vergessen. Der Folie habe ich das gerade eben noch gefunden, solche glänzenden Ohrringe. Wir machen die jetzt ganz schnell noch dran. Dann endet das Video auch echt. Mal jetzt. Voll in den Kopf reinstechen. Da geht keine Luft raus. Stöpsel. Da kann man den Kopf aufpusten, damit der Kopf noch größer ist. Ballon. Okay. So, aber das jetzt, das soll es gewesen sein mit der OMG und ciao.